Ich bin schon ganz aufgeregt, Heinz. Du auch? Warum? Bist du nicht aufgeregt, Heinz? Nein, ich bin überhaupt nicht aufgeregt. Ich denke, du bist ganz aus dem Häuschen. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Das ist aber eine Überraschung, dass Sie uns hier besuchen kommen. Nicht wahr, Heinz? Ja. Ja, hallo, grüß Gott, es freut mich. Schön, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Also bei uns in Spielberg sind ja alle willkommen, aber wenn so ein besonderes Paar wie ihr beide nach Spielberg zieht, dann komme ich gerne persönlich und euch begrüßen. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Bürgermeister. Es freut mich sehr, Manfred. Oh, Heinz. Heinz. Herr Bürgermeister, wir haben auch extra Kaffee gekocht. Darf ich Ihnen ein Schlückchen eingießen? Kaffee immer bitte gerne. Sehr gerne. Danke. Ach, ihr habt aber ein tolles Kaffeeservice. Daraus lässt sich ja auch ein kleiner Schwarzer gut genießen. Ja. Nun, ich darf Sie natürlich persönlich und offiziell in Spielberg willkommen heißen und Ihnen beiden eine tolle Willkommensplakette von Spielberg überreichen. Über 70 Vereine. Oh, unglaublich, also da freue ich mich sehr. Und wisst ihr, es gibt auch eine Faschingsgilde in Spielberg. Die haben einen neuen Präsidenten. Seit vorigem Jahr, der Hiebler Michi. Ja? Ganz ein guter Mann. Ja? Arbeitet in einem großen Möbelhaus. Mhm. Hat kürzlich einen beruflichen Aufstieg gehabt. Mhm. Ist vom Erdgeschoss in den ersten Stock gekommen. Schlafzimmerabteilung. Verbringt die meiste Zeit im Bett. Toller Job. Ein guter Mann, ein guter Mann. Aber halt Knittelföder. Kann's geben, ne? Das ist egal. Ne? Aber wisst ihr, die Faschingsgilde, das wäre wirklich was für euch beide. Ich sage euch das. Die brauchen junges, frisches Blut in ihren Vereinen. Aber ich rede ja schon wieder viel zu viel. Ich bin ja gekommen, um euch kennenzulernen. Ich will ja wissen, was macht ihr? Was sind eure Hobbys? Was sind eure Aktivitäten? Bitte. Also, Herr Bürgermeister, morgen so gegen 6 Uhr etwa stehen wir beide auf und begrüßen uns. Ja. Dann begrüßen wir uns. Ja, und dann gibt es sexuelle Aktivitäten. Ich finde das toll. Zur Morgenstund steht der kleine Mann ganz stramm. Ne? Das, wie man bei uns sagt, was man hat, das hat man nicht. Es freut mich, dass ihr schon in früher Stunde so aktiv sein. Ja, aber Herr Bürgermeister,
Das war doch gerade erst der Anfang. Nach dem Bad gehen wir in die Küche und bereiten gemeinsam das Frühstück vor. Und dann gibt es schon wieder sexuelle Aktivitäten. Also, lieber Heinz, du bist mir aber ein Schlawiner. Wir setzen uns an den Tisch, genießen das Frühstück, lesen Zeitung, hören Radio und manchmal schauen wir aber auch fern. Ah, ja, Morgenfernsehen ist gut. Und dann gibt es sexuelle Aktivitäten. Also, der Hugh Hefner, der Playboy, der würde von Neid erblassen. Den Vormittag, Herr Bürgermeister, den verbringen wir beide meistens gemeinsam, nicht gemeinsam. Ich gehe in den Garten, schaue, was die Blümchen machen, wie die Bäume wachsen. Und mein Heinz ist dann in Spielberg unterwegs und ist anderweitig beschäftigt. Aha. Und dann gibt es keine sexuellen Aktivitäten. Das überrascht mich jetzt. Ich habe so geglaubt, dass vielleicht macht's Telefonsex oder sowas. Aber egal, die Entfernung, ja, da geht nichts, ne? Und man braucht ja auch mal Abstand. Meine ich halt. Ja, aber nur kurz, Herr Bürgermeister. Mittag sind wir wieder zusammen. Und dann bereiten wir beide gemeinsam das Mittagessen vor. Dann spülen wir ab und dann stellen wir alles wieder gemeinsam in den Schrank. So. Das finde ich gut, das ist schön. Und dann gibt es wieder sexuelle Aktivitäten. Mann, oh Mann. Lieber Heinz, du bist mir aber ein Schlawiner. Aber dann, Herr Bürgermeister, am Nachmittag gibt es unsere Lieblingssendung im Fernsehen. Sturm der Liebe. Sturm der Liebe. Ja, und dann? Nein, ich sage es nicht. Es gibt wieder sexuelle Aktivitäten. Aber irgendwann ist es ja dann auch Zeit fürs Abendessen. Ah, doch, ja, man braucht ja auch Stärkung. Ne? Das mache ich meistens alleine. Und Heinz schaut mir zu, weil er ist ja schon 5 Jahre älter als ich und kann auch nicht mehr so lange stehen, wissen Sie? Also, lieber Heinz, deine Standhaftigkeit bezweifle ich nicht. Aber ich kann mir das schon vorstellen, schließlich habt ihr den ganzen Tag über ja genug zu tun. Wie ich so höre. Aber am Abend, dann schauen wir wieder Fernsehen. Das ist gut. Weil am Abend gibt es immer unwahrscheinlich tolle, spannende Krimis. Krimis ist gut, das kenne ich auch. Von zu Hause. Und ganz, ganz tolle Volksmusiksendungen. So mit Heino und Hansi Hinterseher. Und dann gibt es besonders starke sexuelle Aktivitäten. Also, bei Heino und Hansi Hinterseher ist tote Hose zu Hause. Bei mir. Bei uns. Entschuldigung, liebe Frau. Aber so gegen etwa 22 Uhr gehen wir dann wieder gemeinsam ins Bett, aber vorher machen wir uns natürlich im Bad fertig. Für sexuelle Aktivitäten. Ich meine nur. Ja, Sie haben ja schon. Ich habe so einen erregenden, aufregenden Tag hinter euch. Und ja, immer eine Menge zu erledigen. Ja, und wenn wir dann im Bett sind, ja, da gibt es halt schon wieder sexuelle Aktivitäten. Also, lieber Heinz, ich habe schon viel erlebt in meiner Laufbahn als Bürgermeister. Aber
sowas habe ich noch nie erlebt. Lieber Heinz, bitte, du bist ja wirklich ein staatlicher, strammer Mann. Aber um welche sexuellen Aktivitäten geht es denn wirklich? Was treibst du denn so? Also, Herr Bürgermeister, das kann ich Ihnen richtig, richtig erklären. Sie geht mir auf den Sack, was sonst? Ich hab's ja gewusst. Typisch Biefke, große Klappe und nichts dahinter.